Yo ho ho Leute, ich bin's Santa Elmo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des CSGO Adventskalender 2017. Heute ist auch schon der 21. Tag bzw. Türchen Nummer 21. Und yo, gerade kompletten Brain-Aussetzer. Der 24. Dezember rückt näher und näher, somit rückt auch der Hauptpreis des CSGO Adventskalenders 2017 auch immer wieder näher und näher. Und heute gehen auch wieder drei Skins raus an euch und die sind folgende. Also wir beginnen mit einer abgesiegten Schrotflinte, der Kraken in Factory New. Dann als nächstes nehmen wir eine MAC-10 Neon Rider in Minimal Wear. Und zu guter Letzt auch nochmal, also eine PP Python Judgment of Anubis, ebenfalls in Minimal Wear. Und für alle Neueinsteiger, die auch noch teilnehmen wollen, am ersten Link in der Videobeschreibung, dort kommt jetzt ein Teilnehmervideo, in dem erkläre ich, wie ihr teilnehmen könnt und was es noch zu gewinnen gibt. So, und für alle, die noch ihre Gewinnchancen erhöhen wollen, für die restlichen Skins bzw. für das Knife, was am 24. rausgeht, ebenfalls erster Link in der Videobeschreibung. So, Mates, also ich hoffe, ihr seid schon mal hyped auf Weihnachten, weil ich bin es, schon seitdem ich das Teilnehmervideo gemacht habe. Wer es mir nicht glaubt, ich meine, hallo? Okay, aber egal, die Gewinner von gestern setzen ja heute wieder aus und die Gewinner von vorgestern sind ab heute wieder mit dabei. Und die Gewinner werde ich von den Kommentaren des Teilnehmervideos ziehen, so wie immer. Und ja, dann lasst uns gleich mal anfangen. So, die Aukameleon, nee, warte mal, falsche, Aukameleon war gestern. Die abgesickte Schrotflinte, die geht heute raus an den. Kalt getoastet, Yeti mit 802 Kommentaren insgesamt, wenn ich gewinne, bin ich echt froh. Yo Mates, du warst gestern nicht unter den Gewinnern dabei, somit darfst du jetzt mal froh sein. Glückwunsch an dich. So, der zweite Preis war ja die MAC-10 Neon Rider. Die geht heute raus an den. Light. Ich bin so krass und kommentiere. 262 Kommentare insgesamt. Und somit bekommst du auch die MAC-10 Neon Rider. Glückwunsch an dich. Und zu guter Letzt war ja dann noch die PP Python Judgment of Anubis. Und die geht heute raus an den. Kalt gedostet ist es leider nicht, der hat schon gewonnen. Somit gibt es einen Reroll. Und der Preis geht raus an 10er PSE ist es auch nicht, denn der war gestern schon unter den Gewinnern dabei. Somit gibt es noch einen Reroll. So, aber ich hoffe jetzt. Julian Riedel, du warst gestern nicht unter den Gewinnern dabei. Mit deinen 292 Kommentaren und dem Kommentar F hast du nun eine PP Bison Judgment of Anubis gewonnen. Auch ebenfalls Glückwunsch an dich. Hier dürft ihr mal wieder, wie immer, das gute Stück betrachten, was es am 24. Dezember als Hauptpreis noch zu gewinnen gibt. Die Gewinner werde ich wie immer unter deren Kommentaren vom Teilnehmervideo kontaktieren. Und die Skins werde ich euch dann, ich schätze mal morgen, irgendwann im Laufe des Tages raushauen, weil ich weiß ja nicht, wann ihr mir eure Trade-URL darauf antwortet. Jo, und dann war es das dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Santa Elmo würde sich über einen Daumen nach oben sehr freuen, hilft mir auch sehr. Und dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben von einer Skala von 1 bis 10, wie hyped seid ihr schon auf Weihnachten. Und dann sage ich dann auch nur noch Ciao und bis morgen, euer Santa Elmo. Und für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe vorgestern, glaube ich, war das, zwei Videos hochgeladen. Zwar war das zweite Video ein Gamble-Video. Ich meine, Santa Elmo ist ein ziemlich krasser Bruchpilot. Da war ich nämlich auf CSGO Empire unterwegs, aber was da genau passiert ist, könnt ihr euch ja selber anschauen. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time.